Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um Mietmenge und Mietminderung und um eine Zuschauerfrage. Ist es sinnvoll, in bestimmten Situationen den Mangel selbst zu beheben, fragt Franziska. Ja, das würde ich wie folgt beantworten. Grundsätzlich ist es nicht sinnvoll, den Mangel als Mieter selbst zu beheben. Es gibt aber bestimmte Situationen, wo es ausnahmsweise mal sinnvoll sein kann und die werde ich heute darlegen. Grundsätzliches Vorgehen, wie wir das ja hier immer darstellen, wie ich das ja schon in meinen Videos immer propagiere, ist, ne, wir zeigen den Mangel an, wir sagen, dass wir die Miete unter oder schreiben, dass wir die Miete unter Vorbehalt zahlen im Hinblick auf eine Mietminderung, wir machen die Instandsetzung geltend, setzen eine Frist von 14 Tagen, wir machen Zurückbehaltungsrecht kündigen wir zumindest an. Und wenn der Vermieter da nicht mitspielt, vollumfänglich, dann verklagen wir ihn nach 14 Tagen. Das ist so der Standardvorgehen, was ich empfehle. Manchmal kann es aber auch sinnvoll sein, den Mangel selbst zu beheben, wenn man zum Beispiel den Mangel selbst verursacht hat, weil man nicht ordentlich lüftet und so weiter. Das muss man natürlich genau gucken, ob das wirklich so ist. Aber dann kann es sein, dass es besser ist, ihn selbst zu beheben. Wenn der Mangel ganz gravierend die Gebrauchstauglichkeit beeinflusst und der Vermieter nicht greifbar ist und einem das alles zu lang ist mit dem Verfahren, dann kann es unter Umständen auch sinnvoll sein, selbst zu beheben oder durch eine eigene, selbst zu beauftragende Firma beheben zu lassen. Das wird von vielen Anwälten auch relativ häufig empfohlen. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Das Problem ist zweierlei. Zum einen strecken Sie Kosten vor und Sie wissen nicht, ob Sie sie nachher wiederbekommen. Sie müssen ja zunächst dem Vermieter eine Frist setzen, den Mangel zu beheben. Und dann kann der Vermieter oft sagen, ja, die Frist war zu kurz. Oder ich hätte das Bill ja machen können, das hätte man Bill ja beauftragen können. Also er hat diverse Einwände. Und das für mich Blödste daran ist, Sie werden selbst zum Unternehmer. Das heißt, Sie beauftragen da Leistungen, müssen die bezahlen. Und was ist, wenn dann da Mängel entstehen und so. Also wenn das nicht ordentlich gemacht wird von der Firma, gerade bei der Schimmelpilzsanierung zum Beispiel, groß, hochproblematisch, wenn die nicht professionell gemacht wird, der Schimmel dann wieder auftaucht, dann sagt der Vermieter vielleicht später, ja Moment, du hast ja die Menge beseitigen lassen, ich habe dir dafür Geld bezahlt, jetzt ist es dein Problem. Ja? Fragen und Probleme, die da aufgeworfen werden, die will man als Mieter doch nicht haben. Wenn ich selbst gerne baue und mache und tue und mich kümmere, dann kann ich mir auch Eigentum zulegen, wenn ich das Geld zumindest dafür habe. Aber wenn ich jetzt das nicht habe, dann bin ich gerne Mieter. Ja? Also ich persönlich zum Beispiel bin gerne Mieter. Ich bin immer Mieter gewesen, weil ich einfach, wenn ich nach Hause komme, keine Lust habe, da irgendwie an der Dachrinne rumzufummeln oder mir Gedanken zu machen, wenn meine Frau in die Ecken zeigt, da kommt schon wieder Wasser durch oder blättert die Farbe ab oder irgendwelcher Käse im Haus oder so. Ja? Wohnungseigentümerversammlung, all so ein Zeug, das finde ich furchtbar. Und darauf habe ich keine Lust. Ja? Dann miete ich eben, dann zahle ich eben eine hohe Miete, das ist auch okay. Das tut mir auch ums Geld nicht leid, was ich dem Vermieter gebe, weil ich weiß, was da auch alles dran hängt, Vermieter zu sein. Ja? Und ist dann eben so, dann möchte ich aber doch auch nicht, wenn jetzt Mängel auftreten, da jetzt plötzlich irgendwie zum Bauherrn werden. Ich jedenfalls nicht. Ja? Und ich glaube, die meisten Mieter wollen es auch nicht. Ihnen ist es nur nicht richtig klar bei diesen, weil es sich erstmal natürlich gut anhört. Ich beseitige das und hole mir das Geld wieder. Ja? Aber ich neige dazu, das nicht zu empfehlen. Ich neige immer zu meinem Standardvorgehen. Das habe ich über die Jahre entwickelt. Das wird immer mal wieder, ich habe da immer mal wieder Diskussionen mit Berufskollegen, die sagen, nee, das kann man doch alles anders machen und so. Kann man ja machen. Wie gesagt, ich gehe da immer sehr stark von mir aus und von dem aus meiner Sicht, von dem durchschnittlichen Mieter, der das so macht. Und ich glaube, dass ich da meistens gar nicht so falsch liege. Und wenn ich sehe, was es teilweise auch für Ärger gibt, womit Leute dann zu mir kommen, hinterher, wenn es nicht geklappt hat, dann glaube ich immer, dass meine Vorgehensweise da ganz gut ist. Ja, soweit strotzt ja heute vor Selbstbeweihräucherung. Aber ist halt so. Es gibt ja auch Bereiche, wo ich sage, dass ich da nichts kann. Das mache ich dann auch gar nicht. Ja, das ist sehr weit, die weitesten Teile des Rechts außerhalb vom Mietrecht, vom Arbeitsrecht und selbst dort weite Teile, die würde ich nicht bearbeiten, weil ich meine, dazu bin ich gar nicht in der Lage und nicht kompetent. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich über Likes, Daumen hoch, gute Bewertungen, Kommentare, auch kritische Kommentare, kritische Nachfragen. Alles gerne unten rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.